Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Wir haben, ich schau nochmal nach, wir müssten jetzt 50 Setzer-Bilds-Dinger haben. Da. Also 50 Setzerbrote, genau, weil die brauchen wir für unsere armen Setzer draußen. Die würden sonst nur verschimmeltes Brot zum Essen kriegen und beim Leben. Bei allem, was mir heilig ist, das kriegen Sei wir nicht. Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Okay, was genau ist ein Heiler? Ich mache, was ich will. Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Aha. Ich mache, was ich will. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jupp. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal, ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz, sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Wovon redest du? Dich nicht verraten. Ich bin ein Alp, dich verraten. Wir haben gespeichert. Sag mal die Wahrheit. Ich bin ein Alp. Ah, das erklärt natürlich deine untypische Präsenz. Halt! Du bist ein Alp. Aber das, eigentlich müsste ich dich hier und jetzt an Ragnar übergeben und köpfen lassen. Oh. Und doch irgendetwas ist anders bei dir. Du scheinst nicht mehr gänzlich ein Alp zu sein. Deine Präsenz ist äußerst konfus. Ich werde dich vorerst nicht verraten, weil offenbar mehr Menschlichkeit in dir steckt, als es für einen Alp typisch ist. Auch wenn ich dich für den Moment gewähren lasse, sei dir sicher, dass ich dich im Auge behalte. Ein Anzeichen von dir, dass du uns doch feindlich gesonnen bist, und dir wird es schlecht ergehen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut war. Es heißt doch immer, Ehrlichkeit währt am längsten, ne? Schauen wir mal. Was genau ist deine Aufgabe? Du spürst das Mana. Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst? Was macht ihr mit dem Mana? Zeig mir deine Waren. Fangen wir von oben an. Also, was machst du hier eigentlich? Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe... Als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Aber wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandelten Elex zu zaubern? Jo, das würde mir interessieren. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mhm. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Das klingt gefährlich. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana.
Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Du spürst das Mana? Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, sodass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Aha, es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Aha. Sein Name ist Kral. Aha. Hat Kral das Elex gestohlen? Wofür braucht jemand das? Hat er das gestohlen? Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir helfe? Mal sehen, vielleicht höre ich hier etwas über Kral. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Oh ja. Yeah. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Okay. Okay. Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst? Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was du bist. Du scheinst kein vollkommener Alp mehr zu sein. Da ich die Hoffnung habe, dass es noch genug Menschliches und Emotionen in dir gibt, werde ich hier keinen verrückt machen. Also wirst du mir wohl einfach glauben müssen, dass ich dich an niemanden verraten werde. Wenn Angrim das wüsste, was ich jetzt weiß. Naja, sagen wir es mal so. Die Verbannung in den verbotenen Wald ist noch die harmloseste Strafe, mit der du rechnen könntest. Mhm. Ich muss dir wohl kaum erklären, was unsere Gesetze dazu sagen, oder? Erklär mir die Gesetze. Nein, musst du nicht. Nein. Dann ist ja gut. Ich bin selber kein großer Anhänger der Gesetze. Aber einige der Warlords stehen mit voller Härte dahinter. Wenn du also keinen Ärger willst, solltest du dich daran halten. Was macht ihr mit dem Mana? Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Weltenherzen? Ich habe genug gehört. Na, Weltenherzen? Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Mhm. Gib mir Mana für reines Elex. Zeig mir deine Waren. Okay, das obere. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Dreimal Elex. Bringt sie das was? Ich warte noch. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Sicher. Mhm.
Mana-Trank, pures Mana, Anleitungen einen Haufen, mit denen wir eh nicht wirklich was anfangen können, weil wir Chemie noch gar nicht können. Also Alchemie, ne? Die moderne Alchemie. Okay, dann lassen wir das mal. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu dem armen zu den armen Setzer, die schon Hunger leiden so stark. Ja, zweimal Händler, alles gut. Also hierhin zurück, also Bordmuts dahin. So, jawohl. Hui! Wusch! Und da sind wir schon. Nehmen eine Heilpflanze, die wir gleich mitnehmen. So, und dann gehen wir das mal ab. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Na, servus, Kaiser, ne? Ich hoffe, dass unsere Ehrlichkeit uns nicht das Genick bricht. Wahrscheinlich wird es das tun, wenn wir uns einer anderen Fraktion anschließen. Aber wie gesagt, ich will Magier werden, darum habe ich das schon mal im Voraus einfach so für mich entschieden, dass ich denen jetzt die Wahrheit sage. Hallo, tut er gerade pieseln? Der pieselt. Ich gehe mal schlafen, glaube ich. Der wird sich sicher nicht die Hände waschen. Oh nein. Ich gehe mal schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Gutes Nächte. Oh, ja. Aufstehen. Er pieselt immer noch. Der hat die ganze Nacht durchgepieselt. Oh nein. Der muss eine starke Blase haben. Große Heilpflanze. Bäh, pfui, bäh. Platsch, platsch, platsch. Solange der pieselt, können wir nicht mit dem quatschen. So, Pech. Was haben wir denn hier Feines? Nix. Was haben wir da herüben? Achso, da schläft einfach jemand dann. Eine Öllampe, die nehmen wir mit. Schwefelbrocken nehmen wir auch mit. Oh. Wie habe ich denn das jetzt wieder geschafft? 2, 3. Oh mein Gott. Ich gehe wieder zurück. Tschüss. Ich wollte rauf. Zack. 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 Wer ist noch? Der Raptor, ne? Scheiße. Wo rennt denn das Viech herum? Hallo? Haben sie denn jetzt schon besiegt? Super, ich habe gar keine Punkte bekommen. Aber gar keine Punkte. Na, scheißlich. Aber was soll's. Vielleicht können wir dafür die Sachen... Ja. Die Sachen dürfen wir behalten. Die es droppt. Oh. Okay. Ja. Boah. Beißer, Raptor, alles zusammen. Jesus, na, wie hab ich das jetzt wieder hinbekommen? Dass ich die alle bull, echt. Naja. Hallo. Was weiß ein Sätze wie du schon? Na, ich habe Proviant für dich. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Hier ist das Setzerbrot. Hier, das Setzerbrot sollte reichen. Du bist ja der geborene Sammler. Ja. Na, weil das gebe ich ihm nicht. Was weiß ein Setzer schon darüber, was ein Alp bekommt und was nicht? Was weiß ein Setzer wie du schon darüber, was einem Alp bekommt und was nicht? Mag sein. Aber ich weiß, dass sie das reine Elex in ihren Konvertern sammeln. Das ist der Ursprung ihrer Kräfte. So wie das Mana, die umgekehrte Form des Elex, die Quelle unserer Magie ist.
Das Mana, das unsere Setzlinge durchströmt, ist mit Sicherheit nicht sehr gesund für die Alps. So viel ist schon mal klar. Ja. Ich hoffe nur, dass ich hier keinen umgebracht habe. Also von den Setzern. Aber es schaut nicht danach aus. Ich hätte mich jetzt auch schlauerweise hier rauf stellen können. Oh. Ja, wenn ich das hinkriege. Schlau wie ich bin, kriege ich es nicht mal hin. So, jetzt vielleicht. Na. Oh Mann. Weil da am Fluss unten ist noch einer. Mann, oder ist es gar nicht gedacht, dass ich mich darauf stellen darf? Das wäre aber so praktisch gewesen. Ma, ey. Da hinten krebs da rum, seht ihr denn? Das ist wieder zu viel. Mann, ey. Na, das klappt so nicht. Naja. Okay, dann hätten wir das zumindest schon mal. Was machen wir denn als nächstes? So, questmäßig. Elix für den Mana-Schrein. Nahrungsnachschub. Achso, das können wir vielleicht auch probieren. Gut, dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn dafür hin? Aha. Okay, dann bohren wir uns mal dahin wieder. Ja, bitte. Okay. Schwupp. Es ist direkt in der Stadt. Ich dachte, das wäre auswärts. Dann müssen wir mal den Kerl aufsuchen. Tap, 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 tap. Das ist wieder ein Stückchen zum Laufen, leider. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. So, da geht mir die Puste aus. Tap, 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 tap. So, das Seelenkraut nehmen wir mit. Oh, ein Setzerbrot. Ich erinnere mich irgendwie an die Leute von den Reisfeldern von Gothic 1. Aber ich glaube, wir müssen rauf, ne? Ich frage mich nur gerade, ob ich hier auch noch irgendwie raufkomme. Oder eher nicht. Nein? Eher nicht. Verdammte Brot. Was? Wo kommen die jetzt her? Was zum Teufel? Alter! Was läuft denn jetzt schief? Das war jetzt nicht geplant, bei aller Liebe. Na, ich wollte mich gerade verstecken oben irgendwo. Was waren jetzt? Hä? Wo kommen jetzt die Viecher her? Das ist Betrug, ist das echt? Ja, jetzt lauf mal. Was war denn das jetzt gerade? Ah, es war eine Quest. Muss ich mir nochmal anschauen. Vielleicht kann ich mich irgendwo hinstellen, wo ich ein bisschen geschützter bin. Bevor ich dieses Bagage angreife. Na, weiß Sachen gibt's. Wo kommen die Viecher her? Schaut nicht so aus, als wenn die gezüchtet worden würden. Tun sein. Das war jetzt da unten, ne? Ich muss da kurz mal speichern. Alter. Na echt. Unfassbar. Ich muss mir jetzt echt ein gutes Platzl suchen. Aber ich glaube,
Dieses Platz gibt's nicht, ne? Verdammte Brut! Alter! Was ist mit den Viechern? Warum darf ich jetzt nicht angreifen? Ich hab da gerade einen Bug. Na, würdest du treffen? Mann, immer dieser, soll ich da einen Angriff, so ein Waffenbug. Hä? Aha. Okay. Wup, 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 wup. Was zum Teufel? Irgendwie hat die... Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was das jetzt gerade war. Aha, Eisenader. Kann man das... Darf ich das schon abbauen? Nein. Das sind mir jetzt gerade ein bisschen an die Feldräuber. Pff. Eisenerz. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Hier drinnen sind zwei Eisenadern, die ich aber noch nicht abbauen kann, weil ich das noch nicht kann. Hallo? Diese Scheißmutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. Aha, ich sehe kein Mana. Mutanten fressen doch Elex. Nee? Mutanten fressen doch Elex. Unser Mana ist nichts anderes als umgewandeltes Elex. Also versuchen die Mutanten, unsere Setzlinge zu fressen. Aha. Immerhin sind diese voll von Mana. Ich bin übrigens Orik vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Moment mal. Du bist doch der Ex-Alp, oder? Woher willst du das wissen? Du solltest es vielleicht nicht so herumplärren. Jeder andere würde dir sofort den Kopf abschlagen. Hast Glück, dass nur ich es bin, der es mitbekommen hat. Immerhin hast du mir geholfen, die Mutanten zu töten. So schlimm kannst du also nicht sein. Geholfen. In Zukunft pass aber lieber auf, wem du was erzählst. Also doch... Alter! Na gut. Ja. Scheint dem aber jetzt nicht zu jucken. Okay. Keine Ahnung, da geht man einfach mal spazieren und wird gleich angefallen. Aber was soll's. Irgendwie ist es doch noch gut ausgegangen und wir werden auch gleich den Party wieder beenden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir vipen, failen und questen und erkunden im nächsten Part weiter. Also dann, tschüssi!